ja, es ist ein Flutlichtspiel, es ist Freimarkt, also Bedingungen, glaube ich, könnten nicht besser sein. Ja, Chance zur Revanche. DFB-Pokal, Runde 2, Heimspiel gegen Hoffenheim. Absolut, klar, es ist zwar noch ein paar Wochen hin bis dahin, aber wir sind eben ja doch sehr enttäuscht gewesen über das Ergebnis am Samstag und wollen dann natürlich auch sowieso grundsätzlich im Pokal weiterkommen und da muss man eben dann auch Mannschaften wie Hoffenheim schlagen. Hoffenheim schlagen. Die Chance dazu hatten unsere Jungs auch schon am Samstag. Ja, moin zu Insight am Montag nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Es hätte mal so ein richtig schönes Wochenende werden können. So ein 6-Punkte-Wochenende. Ich glaube keinen. Doch, einen gab es schon noch. Und zwar bei unserer U23 in der dritten Liga im Spitzenspiel gegen Wien Wiesbaden. Ich weiß nicht, ob das so positiv war. Also, Naja, einer ist besser als gar keiner. Also ein Punkt. Und unsere U23 ist weiterhin ungeschlagen. Aber wenn man es dagegen aus Profisicht sieht, wohl eher nicht. Ja, es ist sehr frustrierend. Hoffenheim hätte 5 Tore machen können. Gerade in der ersten Halbzeit musst du in so einem Spiel dann mit der einzigen Chance, die du bekommst, das Tor machen. Und dann kannst du dich auch hinten reinstellen. Aber wenn du 80 Minuten hinten drin stehst, ist es schwierig, vorne Tore zu machen. Und ja, ist einfach bitter heute. Ja. Heute auch noch. Gibt es da keine Ausrede? Ich kann da gar nicht groß irgendwas dazu sagen. Den Ball muss ich einfach machen. Ja, so viel Selbstkritik tut doch gut. Aber wir wollen da auch gar nicht mehr weiter drauf rumreiten. Wir wollen auch mal die positiven Dinge vom Samstag ansprechen. Wobei mir da so ein bisschen die Worte fehlen. Schwierig zu sagen. Jetzt ist mir aber was eingefallen, die Null. Die stand nämlich schließlich 83 Minuten und das in einer Partie, in der sonst 4 Tore im Schnitt fallen. So wie du das jetzt gesagt hast, habe ich das ehrlich gesagt nicht gesehen. Naja, ich wollte jetzt hier auch nicht sitzen und nur rumstenkern. Schließlich war das Gegentor ja nun wirklich unglücklich. Insgesamt sehe ich das vielleicht nicht ganz so negativ wie Max. Danke, Robert. Schließlich ist Hoffenheim ja auch noch ein Champions League-Aspirant. Letztendlich bitter, wie es einfach fällt, das Tor. Unglücklich, so ein abgefälschtes Ding und ja. Ja, das passt zum Wochenende. Ja, ich versuche da jetzt gar nicht groß drüber nachzudenken. Es ist passiert, man kann es nicht mehr ändern. Ganz einfach, ich hake das Spiel jetzt ab. Damit ist zu diesem Spiel jetzt wirklich alles gesagt. So wie heute sollte es die nächsten Wochen nicht gehen. Okay, jetzt aber wirklich. Alles. Gibt's da noch irgendwas? Don't be a... Ja, natürlich ist es unglücklich, vor allem wenn es Phasen im Spiel gibt, wo es funktioniert und dann vielleicht auch wiederum nicht. Uns ist das ja während des Spiels gar nicht aufgefallen, beziehungsweise haben davon nichts mitbekommen. Ich glaube, die Diskussionen wären erst entstanden, wenn es wirklich strittige Situationen gegeben hätte. Und, andererseits muss man sich auch nochmal klar machen, dass wir uns in der Testphase befinden, also dass die komplette Saison eine Testphase für den Videobeweis ist und dass da vielleicht gerade am Anfang, in den ersten Spieltagen vielleicht auch mal etwas nicht so funktioniert. Das hat dann ja auch meistens technische Gründe. Unsere technischen Voraussetzungen hier sind auf jeden Fall überschaubar. Wir versuchen es trotzdem mal. Die besten Szenen unserer U23 gegen Wien Wiesbaden mit Videobeweis. Kein Vorwurf, er geht da in die Spitze nach, das ist so, er kommt ja auch nicht so häufig in diese Situation. Kopfball vielleicht nicht seine ausgezeichnete. Ja, ist kein Trainingsschwerpunkt. Ja, und dass es aufs richtige Training ankommt, das haben unsere Tischtennisherren gezeigt. Ja, war vielleicht ausschlaggebend, dass wir die paar Bälle noch gespielt haben dann. In der vergangenen Woche noch gegen Fußballprofis, jetzt gegen richtige Tischtennisprofis und das mit unserem Neuen an Bord, Omar Assar.
Und der ist eine echte Erscheinung. 1,94 Meter, überraschend groß für einen Tischtennisspieler, dennoch die Nummer 39 der Welt und überglücklich in Bremen zu sein. Well, I feel very proud that I'm a Bremen player now. Werder Bremen is a very big club and it was a dream for me to play in Bundesliga and such a big club like Bremen. Und dieser Omar Asar erwischte einen Start nach Master. Ägypter besiegte den der Nummer 1 gesetzten Mizuki Oikawa mit 3:1 ein erstes Spiel für Werder und gleich der erste Sieg. Well, yes, I'm satisfied for the start, but I would really be determined to play much better in the second round and third round because I was practicing to perform even better. Viel besser hätte es für Werders Nummer 1 Basti Steger nicht laufen können. Dem glatten 3:0 Auftaktsieg gegen Kilian Ort folgte später noch ein glattes 3:0 gegen Mizuki Oikawa. Scheinbar ein leichter Auftakt in die neue Spielzeit, doch dem war nicht so. Ja, so einfach war es jetzt doch nicht gerade. Das erste Saisonspiel, da weiß man noch nicht so genau, wo man steht nach einer langen Saisonvorbereitung. Das ist für jeden ein bisschen komisch, da reinzukommen, seinen Rhythmus zu finden, aber ja, das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Werder gewinnt am Ende mit 3:1, sichert sich die ersten 2 Punkte der neuen Saison und weiter geht's am 3. September dann beim TTC Grenzau. Ja, wenigstens ist einem der Bundesliga-Start an diesem Wochenende geglückt. Was fehlt uns noch zum vollkommenen Glück am Montag? Ganz genau, unser Mann des Glücks, der Mann, der das Herz auf der Zunge trägt und die Mütze auf dem Kopf. Hier kommt Uwe. Wir sehen uns Freitag wieder. Tschüss. Hoffenheim, Werder. Naja, ich sag da nichts zu. Kein Zünden! Was ist los mit dir? Du hast das falsch verstanden. Du solltest nicht keins schießen, du solltest keins reinlassen. Oh, nein! Oh. Das ging? Welches Gegentor? Welches Gegentor? Das war unser Tor. Das war kein Gegentor. Das war unser Tor. Hoffenheim kann keins. Das war doch kein Gegentor. Das war unser Tor. Du sollst für uns die Tore schießen. Nicht für Hoffenheim. Für uns, Bauer. Für uns. Naja, ich sag da nichts zu. Also pass auf, für mich ist Hoffenheim jetzt sowas von abgehakt. Jetzt lässt keins rein gegen die Bayern und schießt eins gegen Bayern. Und Bauer, du darfst auch eins machen. Dann wird's perfekt. Dann ist das hier 2-0 und alles läuft prima. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar, passt schon.